Auch im neuen Jahr werden die Mahnwachen für den Waggon Bauniski fortgesetzt. Zum mittlerweile 9. Mal stehen daher die Beschäftigten des Waggonbaus am Dienstag wieder zur Mahnwache vor dem Werktor. Es geht um das Fortbestehen des Standortes. Sie fordern weiterhin von ihrem Eigentümer endlich Verhandlungen mit den betrieblichen und gewerkschaftlichen Akteuren über konkrete Maßnahmen zu den ungeklärten Kernfragen, Perspektive, Struktur und Strategie. Gemeinsam haben sie ein Sofortmaßnahmeprogramm erarbeitet, das dem Eigner und der sächsischen Landesregierung zugeschickt wurde. Seit 2022 fordern die Beschäftigten den Eigentümer des Waggonbaus Niski, Alexander Beljajew, zu Gesprächen auf, bisher jedoch ohne Erfolg. Die Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Ostsachsen, Eileen Müller, äußerte, ihr Anliegen ist mehr als nachvollziehbar und berechtigt. Sie wollen Antworten für ihre persönliche Zukunft und es geht auch um die Zukunft der Region Niski.